Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir haben eben gerade unsere Hafermilch gemacht und ich habe ja da schon angekündigt, dass wir einen Matcha-Kaffee machen wollen. Diesen Matcha-Kaffee macht man mit Matcha-Pulver, das haben wir hier. Dann werden wir da gleich einen Eiweiß aufschlagen. Da kommt schön Zuckerwasser zu, damit das richtig schön cremig werden kann. Und das färben wir dann einfach mit dem Matcha-Pulver ein. Matcha ist im Grunde nur ein Pulver, was besteht aus grünem Tee. So, dann will ich jetzt mal eben das Ei trennen und dann schlagen wir das mal eben auf. Einmal das Eigelb vom Eiweiß trennen. Wunderbar. So, das Eiweiß müssen wir jetzt einmal kurz aufschlagen zu Eischnee. So, ich habe jetzt hier in einen Topf Wasser getan und löse da drin jetzt ein wenig Zucker auf. Nicht ein wenig, also einen Teelöffel oder etwas mehr als einen Teelöffel Zucker löse ich jetzt hier in diesem Wasser kurz auf. Und das werde ich mir dann gleich unter das Eiweiß ziehen, damit es noch ein bisschen mehr Masse gibt und halt da schön Zucker mit drin ist. Das sorgt mit so ein bisschen dafür, dass es noch ein bisschen cremiger wird. So, mein Wasser, beziehungsweise jetzt ist das ja ein Zuckersirup, ist jetzt warm. Und den werde ich jetzt langsam hier unterrühren, damit es ein geschmeidiger, schöner Topping wird. So, das ist immer noch fest genug. Ich habe dieses Zuckersirup da drunter gezogen. Jetzt nehme ich mir trotzdem diesen Zuckersirup auch weiter. Ich habe so ein bisschen mehr gemacht. Und den werde ich jetzt mir hier einen Esslöffel Matcha nehmen und werde die auflösen mit einem Teelöffel Zuckersirup. Einen trockenen Löffel dafür. Hallo, festhalten, festhalten ist verboten. So, jetzt tue ich mir da schön den grünen Matcha hinein. Zwei Teelöffel habe ich jetzt genommen und werde mir jetzt eine Gabel nehmen und das schön aufschlagen. So, das ist ein bisschen wenig Wasser. Dann fülle ich mir da jetzt noch wieder ein bisschen Wasser zu. Wir wollen ja nicht, dass das zu fest wird. Das soll sich da ja gut runterziehen lassen. Aber es muss sich halt auch komplett auflösen. So, jetzt haben wir hier eine schöne grüne Pampe gebastelt, die auch völlig aufgelöst ist. Und die werde ich jetzt gleich schön hier mit runterziehen. Und dann wird das hier nämlich schön grün werden. Ich glaube, ich brauche mal meinen Schneebesen dafür. So, jetzt tue ich schön einen Löffel da schon mal hinein und schlag das mal so ein bisschen auf. Wir wollen ja aber, dass das schön dunkelgrün wird, also tun wir noch ein bisschen mehr dazu.
Ist das schon die Farbe, wie du sie haben möchtest, oder noch dunkler? Ich glaube, so ist das schon ganz geil. So. Dann ist mein Topping soweit fertig. Dann haben wir uns überlegt, dass wir jetzt die Hafermilch nehmen, da schön rote, dunkelrote, schöne Kirschen reintun. Das dann schön aufschlagen. Dann tue ich da noch ein bisschen Vanille rein. Und dann sollte das eigentlich ganz geil schmecken. Ich muss die jetzt einmal kurz, gewaschen sind sie schon, entkernen und da reinschmeißen. Und wenn ich damit fertig bin, dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt haben wir hier ordentlich was an Kirschen reingeschmissen. Ich werde die jetzt mal durchpürieren. Kämpfe ich mal wieder mit dem Eis, wie immer. Was irgendwie nicht so will wie ich. 1, 2, 3. Oh, ist das kalt, ey. Warum ist das eigentlich so kalt? Warum klebe ich da dran fest? Das ist doch nicht schön. Das ist Eis. Ne? Ach so, das ist Eis. Okay, Eis ist kalt. Dann habe ich heute wieder was dazugelernt. Aber Eis ist immer lecker. Ja, ohne Eis ist immer doof, ne? Ich weiß, man kann da auch einmal drüber spülen. Und dann geht das ein bisschen leichter. Aber vielleicht will ich es auch gar nicht leicht. So, das tun wir mal wieder weg, wie immer. So. So, schön Eis da drin. Dann füllen wir die mal jetzt auf. Ich habe hier jetzt noch zusätzlich ein bisschen Vanille reingetan. Das da konnte man eben nicht sehen. So. Das sieht richtig geil aus. Und jetzt tun wir uns da schön eine grüne Haube oben drüber. Ich hätte das noch ein bisschen dunkelgrüner machen können. Aber ich glaube, das reicht. Ich finde, das sieht ganz geil aus, ja. Und schmecken tut's auch. Hey, hast du es denn probiert? Ja, habe ich schon probiert. Es ist sehr kräftig halt nach Tee. Also wer Tee gerne mag und gerade grünen Tee mag, der wird das mögen. So. Ist doch eine geile Kombi. Rosa mit diesem Grün obendrauf. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Jetzt kommt da gleich noch ein Glas Strohhalm rein und dann ist unser, wie wollen wir ihn nennen, Dalgona Kaffee Green Tea Matcha Hafermilch Kirsch Getränk fertig. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen viel zu lang, so kann ich es gar nicht ankündigen. Also ein grüner Dalgona Kaffee. Genau, das ist auch besser. Nicht so lang und nicht so kompliziert. Richtig. Vegan das Ganze. Und super lecker. Ich tue uns da jetzt gleich noch zwei Glasstrohhalme rein. Und dann werden wir ihn draußen auf der Terrasse, es regnet gerade hier bei uns, wie verrückt. Trotzdem können wir rausgehen, weil wir kriegen keinen nassen Kopf. Werden wir unser Getränk genießen. Wenn es euch gefallen hat, unser kleines Rezept, dann gebt uns einen Daumen und Tschüss sagen. Und Frank von foodbloghamburg.de. Tschüss.